deine Eindrücke zu sprechen. Wir sind hier nämlich bei Stufe 1 und bei Stufe 2 in Griechenland. Und ja, du bist aus dem schönen Deutschland ins schöne Griechenland gekommen. Willst du denn kurz mitteilen, wie deine Eindrücke sind vor dieser Kulisse von Stufe 1 und von Stufe 2, also wie du das Seminar auf dich wirkt und ja, was du bisher gelernt hast? Viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal vorne irgendwo anzufangen. Also ich finde es hier wirklich sehr schön. Ich finde den Ort ja, mittlerweile magisch. Wir haben selbst zu Magie erweckt. Das ist auch das, was ich bei Viktor so schön finde, dass er auch sehr viel Wert auf die Worte legt und auch die Herkunft der Worte weiß. Und tatsächlich, wer Magier ist, der weiß, wie es tut. Insofern bekommen wir hier eine Anleitung, wie man es tut, wie man es kann und nicht, wie man es weiß. Also es ist ein sehr praktisches Seminar und ich hatte Schwierigkeiten, mich selbst leer zu machen, als ich herkam, durch mein Wissen und Können, was ich bereits mitgebracht habe. Es ist mir gut gelungen und ich bin sehr dankbar, diese Entscheidung getroffen haben, herzukommen und nicht zu Hause zu bleiben, nicht eingebildet zu bleiben und sagen, ich kann schon alles, sondern offen zu bleiben und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich noch mehr Verständnis bekommen habe für Themen, die ich eigentlich schon selbst anwende, aber dennoch einen anderen Blick, eine andere Struktur kennengelernt habe, die sehr fein und sehr logisch erklärt ist. Das ist das für alle, die Viktors Arbeiten nicht kennen. Es ist ein Geschenk, weil er von einer sehr sachlichen Ebene rangeht, von einer sehr akademischen Ebene rangeht und nicht nach dem Motto glaube oder gehe, sondern das auch mit der Hilfe des Verstandes an die Teilnehmer heranbringt. Und ja, wir haben uns sehr gut verstanden und sehr angenehme Truppe hier, schöne Location. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Das klingt sehr vielversprechend. Wenn du jetzt morgen abreist, wenn das ganze Seminar zu Ende geht und deinen Koffer packst, du hast ja schon gesagt, dass du Techniken fürs Tun, richtige Techniken angewendet bekommst. Welche Techniken legst du denn in deinen Koffer rein und nimmst mit nach Deutschland? Und wenn du deinen Koffer auspackst, was kannst du denn dann da rausnehmen? Vielleicht so ein, zwei Beispiele, die du jetzt sofort weißt, ja, die will ich unbedingt mitnehmen. Ja. Ich benutze für mich schon lange das Wort Gefühl und auch den Wert dahinter. Und hier weiß ich oder habe ich erfahren, wie ich noch schneller in das Gefühl komme, um ein Feld, eine Situation zu erzeugen. Und da ich meiner Schöpfung, Erschaffung bewusst bin, weiß ich, wie ich mit diesen Tools sehr schnell dieses Feld erzeugen kann, um genau diese Erschaffung in mein Feld näher zu bringen oder besser gesagt, wo ich meine Position hier und die in der Zukunft einfach näher bringe. Also wie ich dann tatsächlich mein Leben so erschaffe, wie ich es gerne hätte. Und das ist, da wurden ja, die Feinschrauben bei mir nochmal gedreht und das fand ich sehr schön, dass ich auf jeden Fall noch sicherer bin in den Vorgängen. Okay. Ja. Jawohl, okay, schön. Das klingt nach einem schönen Input und vom Koffer. Was, ja, wir haben hier mehrere Sachen an die Hand bekommen und eins, was mich begeistert ist, dass man tatsächlich ja, eine Erfahrung in Gegenstände überträgt, also ein Gefühl, Energien in Gegenstände überträgt, wie zum Beispiel Steine, und diese dann tatsächlich abrufen kann. Ja, und da kann ich theoretisch alles reinpacken, was ich möchte. Und das ist auch was Haptisches. Ja? Das ist gerade für uns Menschen, die so abstrakt denken, ist was Haptisches, was Greifbares, sehr angenehm. So als Medium, als genau, Mitte. Ja. Als Zugang zu diesem Gefühl, was tatsächlich mich dann wiederum erfüllt. Okay. Sehr schön. Dann vielen Dank für das Interview und ja, es bleibt spannend. Komm gut nach Deutschland wieder und vielleicht bei den nächsten Seminaren sehen wir uns. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Bitte.